Und nun haben wir ja unsere Konsole hier, die jetzt unsere Daten, die wir vorher mit dem USB-Stick gespeichert haben wollen, wiederhergestellt werden sollte. Das heißt, alle Games etc. können dann wiederhergestellt werden und die Einstellungen. Das heißt, wir gehen wieder oben auf unsere Einstellungs-Area, gehen dort wieder auf unser System-Einstellungsfreund, dann System-Software und dann haben wir hier sichern und wiederherstellen. Ne, wir gehen jetzt wieder diesen Wert weg, wir gehen aber diesmal nicht auf PlayStation 5 sichern, das haben wir ja vorhin schon erledigt, jetzt gehen wir auf PlayStation 5 wiederherstellen. Das heißt, er greift auch schon auf unser schon bereits eingesteckten USB-Stick zu und dort haben wir auch das, was wir vorhin angelegt haben mit dem PDUSP dahinter, damit man es besser sehen kann, habe ich ja hingeschrieben, haben wir unsere Sicherungsdatei, wählen sie aus und jetzt unsere PlayStation wird mit dem von uns ausgewählten Sicherungsdaten wiederhergestellt. Wenn wir die Wiederherstellung starten, wird unsere PlayStation 5 auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und alle Benutzerdaten werden gelöscht. Danach wird unsere PlayStation mit den Sicherungsdaten selber wiederhergestellt. Die Sicherungsdaten werden im Knollenspeicher wiederhergestellt. Wir können Daten nicht in M.2 SSD-Speicher wiederherstellen. Wenn wir ein M.2 SSD eingesetzt haben, werden diese Daten dann aber auch nicht gelöscht. Konsolenvorgaben und Offline-Spiele werden für alle Benutzer dieser PlayStation 5 dann auch deaktiviert. Das heißt, jetzt gehen wir hin und machen eine Wiederherstellung über oder mit dem Stick zusammen. Nun geht's los, die PlayStation 5 wiederhergestellt. Nach Beginn der Wiederherstellung können wir nicht mehr zum aktuellen Zustand unserer PlayStation 5 zurücksetzen. Das sollte uns klar sein. Es wird also eine Formatierung gemacht, damit dort das Betriebssystem auch wieder auf unsere Backup-Sache eingestellt wird. Wir bestätigen mit Ja und unsere PlayStation geht jetzt wieder den ganz normalen Werkseinstellungsverkehr durch. Nun sind wir ganz normal zurück und können uns ganz normal wieder anmelden. Das heißt, wir gehen wieder in unser Profil zurück. Und alles sollte wieder so sein, was wir auch gespeichert haben. Ich gehe mal in das Spiel rein, denn das war ja das, was wir vorhin mitgenommen haben. Gehen wir ins Game rein und gucken, ob es auch die Safe Games mitgenommen hat. Nein. Das Safe Game selber wurde nicht mitgenommen. Nur unsere Control Center spezifischen Daten wurden mitgenommen. So. Wir konnten auf Fortsetzen gehen, aber das komplette Safe Game ist nicht mitgenommen worden. Es ist wieder so wie am Anfang. Ergo, die Safe Games müsst ihr über die Cloud selber dann synchronisieren. Es geht nicht über das Backup, wenn ihr das Spiel selber nehmt. Aber die Einstellungen der Konsole selber ist natürlich so, dass wir direkt reingehen. Wir müssen nicht neu einrichten. Unsere ganzen Sachen sind da. Das seht ihr auch da unten, der Fortschritt ist bei 0%, obwohl wir Astro Playroom mitgenommen haben. Na gut, so ist es halt. Kann man nichts machen. Und das Spiel ist natürlich direkt drauf. Das mussten wir jetzt nicht extra direkt wieder runterladen, sondern konnten direkt durchstarten. So könnt ihr also eure Daten, die ihr auf die PlayStation selber gesetzt hattet, könnt ihr nämlich dann mitnehmen. Das seht ihr auch hier. Hier sind zum Beispiel meine Safe Games. Nicht Safe Games, sondern die Sachen, die wir bis jetzt so erlebt haben, können wir hier einsehen. Aber die sind natürlich jetzt mitgekommen, aber nicht das explizite Safe Game. Das ist schade, das hätte man mal machen können. Also Safe Game mitnehmen geht nur, wenn wir hier den Cloud Safe Status mit aktiviert haben. In Gran Turismo 7 gab es dort aber eine Ausnahme, denn ich kann berichten, nachdem ich Gran Turismo 7 wieder vom Datenträger auf die neu eingerichtete Konsole übertragen hatte, waren dort noch alle Spielstände vorhanden, obwohl ich kein PlayStation Plus Abo inne hatte. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.